Weiter. Alte Kugelbomben. Ich habe noch jede Menge alte Kugelbomben da. Ich habe schon die neuen Modelle bestellt, deshalb können wir die alten alle sprengen. Das heißt, ich setze da unten mal das C4 hin und löse es irgendwie aus. Natürlich geht das nicht einfach, dass man einfach ein Feuerzeug nimmt und sorry. Nee, nicht ein Feuerzeug. Dass man einfach eine Batterie nimmt und die anschließt, aber Crazy Machines halt. Das ging, glaube ich, mit einem Hadoken. Von einer Kugelbombe, sag ich schon, eine Kanone. Wenn ich jetzt damit das ausschalte, ist ja toll, oder? Das würde ich ehrlich gesagt ein bisschen planlos. Wenn ich es jetzt schaffe, dass das da drauf fällt, bin ich wahrscheinlich ein Genie. Strom lässt das Ding also schon mal durch. Das heißt, es war gar nicht so eine doofe Idee, aber jetzt sollte ich halt mal schaffen, dass das Ding dann durchschnippt. Oh, Heiliger. Warte mal, nimm mal das Seil weg und das auch. Do you see these moves? Weiter. Ich möchte mein Labor vergrößern. Du könntest mir dabei helfen, eine Wand komplett wegzureißen. Ganz einfach. Dynamit. Hinlegen. Wie, das geht nicht an. Scheiße. Ja, okay. Wär zu einfach, ehrlich gesagt. Das ist eine Falltür. Das heißt, ich nehme den Falltüreffekt und mache damit die Lampe an. Nur wie kriege ich jetzt die Lampe an? Brauche wahrscheinlich erstmal hier. Hier. Hier, hier, hier. Hier die Kerze, um die komische Lunte dann in der Mitte anzuzünden. Erstmal checken, ob das funktioniert. Weil der Platz ist da doch ein bisschen eng, wie ich bemessen, wie es mir scheint. Ja, funktioniert. Ist zwar knapp, aber funktioniert alles. Fällt mir spontan nichts anderes ein. Moment. Wenn ich es so mache, funktioniert das doch auch, oder? Ja! Kann ich das spiegeln? Dann benutze ich das doch mal als Schleuder! Scheiß Idee. Gib das mal wieder her. Oh Gott im Himmel.
Okay. Das wird nicht einfach. Wie komme ich auf solche Scheißideen? Oh mein Gott. Ja. Schnell, wir müssen noch aufräumen, was von meinen letzten Experimenten übrig ist, bevor meine Kollegen zur Party kommen. Also öffne die beiden Falltüren. Die Ballons musst du auch noch anbinden, damit sie nicht wegfliegen. Dann brauchen wir noch Licht. Ein wenig Musik wäre auch nicht schlecht. Immer diese Massenbestellungen. Ohne Witz, du. Ballons anbinden mache ich mal ganz stumpf so. Wahrscheinlich später sowieso wieder falsch, aber egal. Da brauche ich wieder so einen Massenantrieb. Kann das? Wie passt denn das noch hin? Nein, böse. Funktioniert das? Funktioniert. So, er meinte, ein bisschen Licht wäre geil. Dann geben wir noch ein bisschen Licht. Ich fühle mich gemobbt. So. Feuerwerkskarussell. Lass uns mal ein wenig ausspannen. Und wen ausspannen? Beispielsweise bei einem schönen Feuerwerk. Wir brauchen nur noch die Zündschnur anbrennen und dann schauen wir zu, wie sie explodieren. Hacke. So, sieht schön aus. Billardkugel sollte das Ding dann zum Drehen bringen. Und das Gewicht halt den Scheiß dann runter. Wofür ich die Mauer brauche, ist mir jetzt ehrlich gesagt nicht so ersichtlich. Hey, lol, das war nur so ein Mini-Blitz. Ebenso. Ich hab keinen Bock, da jetzt irgendwie einen riesen Aufwand drum zu. Machen wir mal so. Warum funzt das nicht? Ah! Ja. Es ist ein bisschen einfache Übung so zur Abwechslung. Ach, jetzt wird mir der Begriff Feuerwerkskarussell hier auch nachvollziehbar. Bitte nicht daheim nachmachen, Kinder, das ist nicht so ungefährlich. Bei meinem letzten Experiment habe ich einen Stromausfall verursacht. Zwar ist eine Batterie übrig, doch die nützt sonst nichts. Damit wir uns nicht im Dunkeln setzen, musst du schnell eine Kerze anzünden. Und wie zur Hölle mache ich das? Da, was bringt uns eigentlich das hier? So, ich muss irgendwie... Habe ich einen Generator? Nein, ich habe keinen Generator. Heißt, die ganze Apparatur ist von Arsch.
Oh mein Gott. Moment mal, wenn das gleich in die Luft geht, dann habe ich da Platz. Ist doch alles, was ich brauche, oder? Oh mein Gott! Dr. Leo Light und Dr. Ken Shui sucht euch aus. Ich habe den Doktortitel.